Hallo werte Zuseher und herzlich willkommen, ihr Besucher aus dem Cyberspace. Hier ist wieder euer Designworker Markus Wäger. Diesmal mit der fünften Ausgabe des Designworks Quicktip. Und das wird ein Quicktip, der den Namen Quicktip auch wirklich verdient, weil es auch wirklich ein quicker Quicktip wird. Es geht dabei nochmal um die Arbeit mit Pfaden. Peter Riedweg hat mir dazu eine E-Mail geschrieben, in der mir den Trick verrät, den ich jetzt gleich zeigen werde. Im Grunde genommen ist die Sache eigentlich ganz logisch. Wenn man weiß, dass wenn man ein Objekt aufzieht und bevor man die Maustaste losgelassen hat, die Space-Taste drücken kann und das Objekt dann verschieben kann, wenn man das weiß, dann ist eigentlich auch diese Geschichte hier ganz logisch. Trotzdem bin ich noch nie drauf gekommen, es auszuprobieren und gebe diesen Tipp, der auch für mich neu war, gerne weiter. Und zwar, wenn ich jetzt einen Pfad zeichne, indem ich hier eben so die Ankerpunkte setze und Tangenten rausziehe, dann kann ich auch hier die Leerschlag, die Leertaste drücken und ganz einfach hier diese Tangente mitsamt dem dazugehörigen Ankerpunkt rumtragen. Und sobald ich die Leertaste wieder loslasse, kann ich dann hier weiterziehen. Also es geht auch Leerschlagtaste ziehen, das Ganze hier so verschieben, Leertaste wieder loslassen. Ich kann auch hier den Tangenten sogar noch weiter bearbeiten. Das Ganze geht natürlich auch, ohne dass ich hergehe und Tangenten rausziehe. Ich kann das ganz einfach auch mit einem Punkt machen und damit auch einen Eckpunkt erstellen. Danke Peter Riedweg, dessen Tipp ich hiermit gerne weitergegeben habe. Danke auch an die Information für mich. Auch ich lerne natürlich gerne immer wieder noch was dazu. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Podcast von Markus Wäger, eurem Designworker.